sprich ihn mal auf die Sache mit Jennifer Rostock an. Stichwort Wallach. Die sagt wohl Bastulgang Wallach. Was genau. Ist Wallach? Wallach ist, glaube ich, irgendein Pferd ohne Eier, weiß ich nicht. Nice! Gutes Wortspiel. Digga, die hätte ich. Wir haben auseinandergenommen. Ne? Vorbei, Bruder! Scheiße. Ich finde, die deutsche Rap-Szene sollte auch mal ein bisschen Schutzraum auf ihrer Seite machen. Immerhin beleidigt sie uns alle. Also geht mal darauf. Ja. Was geht ab, Freunde? Mein Name ist Russo, eine neue Folge von Was los? Freunde, ich habe hier 3-4 Folgen für euch. Ja, jetzt geht's los. Hip-Hop.de Stickers. Ja, wenn ihr die haben wollt, ja, schaut mal bis zum Ende zu. Ich erkläre euch dann, wie ihr die kriegen könnt. Freunde, ich habe mich getroffen mit Bassuntag Hengst. Er bringt raus Zahltag Riot. Zahltag 2, legendäres Album. Endlich ist die 2 dran. Ja, die Hardcore-Fans wissen Bescheid. Ja, ich habe mich mit ihm getroffen. Wir haben normal gequatscht. Ganz lange. Was los? Und dann haben wir natürlich auch Fanfragen gemacht. Eure Fragen, die euch brennend interessieren. Über alle die aktuellen Sachen. Ja, Chakusa, Blackout 2, Jennifer Rostock. Aber auch viel über den Sound auf Zahltag 2. Was geht da eigentlich ab? Wie hat er sich das vorgestellt? Er ist ja auch jetzt, das ist ja auch schon ein paar Jahre her, das Album. Also wie macht er das? Freunde, ich halte das Intro kurz. Wir sehen uns am Ende der Sendung wieder. Und dann verrate ich euch, wie ihr vielleicht noch eine Limited Box von Zahltag 2 bekommen könnt. Denn die ist nämlich, ihr habt es ja wahrscheinlich mitbekommen, die ist ausverkauft. Freunde, wir sind bei den Fanfragen. Fanfragen hiermit. Bassuntag Hengst. Wie kommt eigentlich dein Name zustande, Bassuntag Hengst? Früher gab es ja eine Crew, die hieß Bassbox. Bassbox, ja. Genau. Hier, Money. Frauenarzt, Orgi, Mach, alle. Ja, und da war ich halt auch immer, ich war nie richtig bei Bassbox, aber ich war halt ein Teil der Gang so. Mhm. Und da halt eine Anlehnung an die alte Zeit. Bass, Sultan für meine türkische Seite. Und Hengst. Sultan Hengst für... Sag mal jetzt nochmal hier. Ja, hoch, leg auf den Tisch, aber wir haben den Tisch, er ist nur ein Meter. Hengst für die italienische Seite. Italian Stallion, der italienische Hengst. Natürlich. Rocky Stallion, Balboa. Rocky Balboa, der Italian Stallion. Adrian! Keine Revanche, keine Revanche. Du musst mal die Version von Jim Carrey, wie er Rocky nachmacht, bei YouTube beste. Gucken. Jim Carrey ist wirklich, der Beste. Was er für Grimassen raushaut, Alter. Ey, ihr müsst mal gucken, wie der Ice Ice Baby Vanilla Ice macht. Auch sehr krass. Du denkst, das ist immer teil, Bro. Und dann wurde seine Schuhe so, Alter, so krass. Er war so gut. Was du dann denkst, was du dann, ich scheiß drauf, was du dann denkst. Ketten raus, Ketten raus. Kragen hoch, Ketten raus, Kragen hoch. Ketten, Ketten, diese. Berliner Schnauze. Das war meine Idee übrigens. Ich wäre so gerne Millionär. Ich kann das Song nicht mehr. Sag mal, wie ist das da GEMA-technisch gelaufen? Alles die. Alles, aber auch dein... Alles, komplett, ja, alles. Was ist das für eine Assi-Art in Deutschland? Ja, sonst hätte man den Song nicht bekommen. Und ich war ja sowieso damals schon in der Grundschule Prinzen-Fan, deshalb sage ich, ich will unbedingt... Aber Prinzen. Wir waren alle in der Grundschule. Ja, klar. Was heißt Fan, aber alle kannten alles. Ja, also jeder Popel fährt einen Opel, ja, jeder ja. Dies, das, Audi, Sport, ja, ja. Das, das. Küssen verboten. Das sind unsere Kinder. Ey, du musst das wegschneiden, die denken, wir sind übergay. Aber das war so einfach. Das war cool. Unsere Kindergartenmusik, also ja, oder Schule, so, Schulmusik. Grundschule war das, Grundschule. Nee, ich Kindergarten hatte, war nicht. Ich hatte wirklich eine Kassette, ich habe die tot gehört. Und ich hatte, da war auch Roxette drauf und so ein Scheiß. Und Kassette, ich hatte so diese, kennst du diese und diese mit hier dünn? Dünn, genau, Metall. Ja. Metall. Ja, ja, Metall, ja, und ja. Digga, Alter, heute, ich will jetzt nicht so mega Promo machen, aber ich habe jetzt einen Kopfhörer, der hat Noise Reduction, das, wenn früher du aufsetzt, du hörst nichts mehr. Ja. Früher war, das hat wehgetan, weil Metall in dein Ohr gebohrt. Ich weiß nicht, das ging auch irgendwann so durch und dann hat sich so eingebohrt. Ja, kenn ich. Ey, ich hatte dann irgendwann mal so einen Walkman, der war dann so fast so groß wie die Kassette selbst. Kannst du die? Ja. Und der hatte so eine Erkennung, du konntest auf Vorspulen drücken und musstest nicht mehr so raten. Stimmt. Früher war man ja auch voll gut in Raten. Ah, wird jetzt sein. Okay. Krass, aber da mal so drückt und der stoppt dann selbst bei dem Track. Und ich fand dann die neueren. Mein Leben lang habe ich mich gefragt, wie funktioniert das, Alter? Und heutzutage, da ist der Sachpuls, der sagt, welche Krankheiten du hast. Alter, was ist los? Ein Fun Fact. Warum heißt der Teddybär Teddybär? Habe ich gestern erfahren. Warum? Warum? Weiß ich nicht. Teddybär. Freunde, wenn das einer von euch weiß, schreibt es in die Kommentare. Oh, wenn du sagst mir das nicht nachher, dass ich keine Spende hätte. Teddybär. Ja, googeln. Ja, ohne Google. Versucht mal ohne Google. So, ich sag's dir nachher. Was ist mit dem Da Vinci Code, fragt Mette-chan. Es ist schwer, weil die Leute sich doch von uns sehr krass distanzieren.
Weil die Angst jeder, haben. Jeder hat Angst. Jeder hat Angst. Aber wir sind dabei. Ja. Aber letztes Mal hat es ein Jahr gedauert bei Abdel. Ne? Er hat ein Jahr daran gearbeitet. Ja, das wusste ich nicht. Krass. Ja. Ein Jahr lang. Boah, voll die Mission Possible so mäßig. Aber es kommt zu einer richtigen Zeit. Mhm. Okay. Mir wäre es auch am liebsten, kurz vor dem Album wäre immer am geilsten, aber es ist, gestaltet sich doch sehr schwer. Yes. Christoph Cimecek fragt, oh, das hat mich auch interessiert eigentlich, was ist mit seinem Tumor, fragt er. Mhm. Das hier eine OP gab. Siehst du mal, genau. Ja, ich sehe es, ja. Ja. Hier haben sie mir komplett aufgeschnitten, haben sie alles rausgenommen. Ja, was war los? Ich hatte irgendwas da drinnen von Geburt an. Das ist immer gewachsen. Das hatte ich schon damals 2006, wurde mir rausgenommen. Und dann war ich halt beim Arzt. Und dann sagen sie, meinte, ja, sie haben einen Tumor. Und ich so, oh mein Gott. Bis ich dann irgendwann gemerkt habe, dass Tumor einfach nur Schwellung heißt. Erstmal, ja. Und nichts Schlimmes ist. Aber ich musste echt lange warten, bis sie mir gesagt haben, ist alles okay. Irgendwann haben die auch gesagt, haben sie mich angerufen und da meinten sie, weil ich sehr gut mit dem Oberarzt war. Ja, das ist ein Fan von mir. So. Ja, krass, echt? Und der hat mich dann, meint auch so, Alter, auf einmal chillt. Ja. Was wird da nix? Er chillt, er meint so, Alter, er chillt Hengst, Alter. Geil, erstmal aufschneiden. Ja, erstmal aufschneiden. Können wir dich ausschneiden? Ich wollte schon mal was wieder von Ihnen aussehen. Und dann hat er halt, ich war halt gut mit ihm in Kontakt. Und er meinte auch, ey, ja, du musst doch warten, länger als gedacht. Wir haben was gefunden. Und es ging dann immer so weiter. Und ich so, ah, ich bin ein sehr chilliger Typ und ich verstehe sehr viel Spaß, aber da hat der Spaß aufgehört. Nee. Ja, da war ich wirklich am Boden zerstört. So. Das hat krass meinen Kopf gefickt. Aber am Ende des Tages war alles okay, ist nichts Böses gewesen. Hm. Und kein Krebs oder sowas. Gott sei Dank. Heftig. Da sind ja zwei, drei Sachen, die mir durch den Kopf gehen würden. Erstmal, was ist mit meiner Tochter? Was ist erster Gedanke, Familie, ne? Dann machst du ja was mit Stimme, ne? Du bist Rapper. Was dann, Alter? Das ist für mich auch eins der schlimmsten Sachen, die mir passieren können, Alter. Wirklich. Also ich habe keine Angst zu sterben, auf gar keinen Fall. Aber für die Tochter wäre das halt uncool. Angst vor Sterben ist eh, finde ich, immer so paradox, weil wenn du tot bist, bist du tot. Wenn man jetzt nicht gequält wird oder so, ne? Das nicht, aber wenn du tot bist, bist du tot. Aber viele sagen, ist das nicht schlimm. Ja, für die anderen ist das schlimm. Das ist viele sagen auch immer, ja, ich habe keine Angst vor Tod, aber wie ich sterbe, also davor hätte ich auch keine Angst. Ist mir wurscht so. Ich denke sowieso auch ganz ehrlich, dass ich es eh nicht lange mache. Ich habe irgendwie das Gefühl. Egal, dann merken, erst wenn ich tot bin, merken die Leute erst, was ich für ein guter Künstler bin. Wir sehen. Mach hier keinen auf self-fulfilling prophecy, wie man in Uganda sagen würde. Hier kommt Patrick Pacho. Patrick Pacho hat ein paar Fragen, sagt er. Ich stelle dir mal zwei seiner Fragen. Hallo, Hanks. Was wollte Bushido letztens, als er bei dir bei Twitter nachgefragt hat, ob du ihm einen Gefallen tun kannst? Stimmt, da war ja mal. Stimmt, was. Da war ja was. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich habe ihn dann privat geschrieben. Kam nicht, dann kam nur eine Antwort, hat sich schon erledigt. Ich weiß das nicht. Vielleicht. Ich dachte erstmal, vielleicht, weil ich habe über einen anderen Kumpel nochmal erfahren, dass ein Kumpel von ihm, ein Produzent oder sowas, auf eine Party von mir kommen wollte. Ah, okay, nice. So dachte ich vielleicht, also. Diese Behandlung, Bruder. Ja, genau. Also mit Ennis ist. Wir haben keinen Kontakt, aber alles cool. Viele haben ja vielleicht so auch gehofft, oh, vielleicht Gang, Bang. Boss mit der Gangs. Würde ich cool finden, aber Ennis ist da auch immer Ennis. Ne? Der macht immer auch sein eigenes. Professionell. Ja? Professionell, wie man sagen würde. Dann fragt Patrick auch noch, was hältst du eigentlich von Capital Bra? Berlin lebt. Capital Bra. Habe ich vorgestern ein Interview gehabt. Ne, nicer Typ, muss ich dir geben. Ja. Ich kenne den nur von, also entweder von irgendwelchen, wenn ihr darüber berichtet oder sowas. Aber ich habe nicht viel gehört, ich habe nur einen Song gehört, weil sein Produzent ist auch mein alter Produzent und zwar Produce. Produce, okay. Der auch damals die Flair-Sachen gemacht hat. Der hat mir damals gesagt, ich habe den neuesten Shit am Start. Hat er schon tausendmal gesagt, mit irgendwelchen Leuten, aber diesmal scheint gut zu klappen. Diesmal, er ist Berliner, ne? Sehr guter Rapper. Ja, Berliner, genau. Ja, Capital heißt. Ist ein sehr guter Rapper. Nee, der ist ein guter Typ. Dann Benji Dahanjal. Das ist ein schwieriger Name. Er fragt, ob du selber die Texte schreibst und ob du zu Schmetterlingseffekt
die Texte selber geschrieben hast, das ist ja einfach eine Boah, Frage. Krass, Alter. Okay. Da gibt es aber andere Rapper, wo du das fragen kannst, mein Freundchen, aber nicht Hengst. Das ist ein bisschen, das ist so schwer, die Texte zu schreiben. Ja, aber also, ich weiß auch gar nicht, wie der darauf kommt, aber lass mal. Weil Jakusa gemeint hat, ich habe einen Ghostwriter, neuerdings. Ja, aber neuerdings wäre nicht Schmetterlingseffekt, das Maluka. Ja, keine Ahnung. Also, ja, gut. Aber eine andere Frage von ihm, der hat ihm ein paar gefragt, und zwar. Er sagt, frag lieber andere Rapper. Ja, frag mal ein paar andere. Fach. Goldketten-Trend Nummer 4. Gab es einen dritten Teil, Alter? Goldketten-Trend 4. Gab es das? Nee. Ich weiß es nicht. Also zwei. Ich habe auch nicht, Alter, wenn ich mal überlege, ich habe gar nicht so viele. Ich habe, glaube ich, nur 4 Alben. Da kann das gar nicht draußen sein. Nee, ich glaube, es gab nur 2. Gold. Ja, dann mal. Oder 3? Ja, okay, ich weiß nicht, aber auf keinen Fall. Es kommt auf jeden Fall erstmal nicht raus. Also ist nichts geplant. Und er fragt noch, sollte man es besser vorbestellen wegen BPJM? Ja. Ja. Auf jeden Fall. Die Box ist ja leider ausverkauft. Ja, ich weiß nicht, vielleicht hast du da ein besseres Gefühl. Du hast jetzt die Sachen gehört? Ich denke nicht. Mhm. Also BPJM-mäßig sind die, also vor 10 Jahren ja, vor 8 Jahren auch ja. Es gibt ein paar Sachen, ich sag zum Beispiel, ich habe Candlelight mit einer frisch geflohenen aus Bulgarien. Okay, du sagst ja auch noch diese Sache mit, bei Trump sagst du, oh, der war hart, dieses, was du da sagst, Sexy Core. Also es gibt schon so ein paar Sachen da, wo ich denke, harte Lyrics, aber... Also gerade dieses frisch geflohen aus Bulgarien. Ja, yeah. Ich weiß es nicht. Die BPJM hat mittlerweile auch kapiert, was Hip-Hop ist und ich glaube... Ja, wobei die investieren so, die haben sogar SpongeBob, ja, der letzte, ne? Der letzte. Er war gut, er hat Artshop gemacht. Ein Track und ein der Polizei, angeblich laut Lyrics, hat der Polizeipräsident selbst oder einer der Bullen selbst das angezeigt. So. Das ist ja klar, wenn das... Ich rappe wie, sag mal, wo kann, Molotow-Cocktail auf dem Bundestag, könnte das was sein? Wenn das jetzt, politisch motiviert ist... Ja, ich weiß es. Es ist halt immer die Frage, für die ist das... Geh lieber auf Nummer sicher, hol dir das Album. Nee, das auf jeden Fall. Aber ja. Ich will da jetzt... aber ich will nur sagen, geht alle auf Nummer sicher, wenn ihr wollt. 50-50. Aber ich denke, ich dachte immer, ey, langsam müssen die doch kapiert haben, was Kunst ist. Mhm. Weißt du? Es ist keine Kunst bei mir. Ich meine, das ist tot ernst. Ja, das ist auch... Das ist selbst das. Bam, bam, auf bam, die bam. Bullen, Dicker. Cupkiller, I'm a motherfucking freak. Maxi FL fragt, beim SpongeBob vs. Kollega Battle, für wen warst du da? Oh Gott, hast du das, also, hast du das überhaupt gegeben? Ich habe mir das gegeben, ja. Ich habe mir das gegeben, ich krieg das auch mit. Aber es ist nicht so, dass ich dafür jemanden war. Einfach Entertainment, du gibst dir das, ne? Genau. Okay, nice. Er fragt noch Feature mit Farid. Da, wie ist denn überhaupt die Situation musikalisch mit Farid, Homie-Basis mit Farid? Ist alles cool mit Farid? Ja. Wir haben letztens wieder gequatscht. Ihr habt ja eine lange Historie mittlerweile. Mhm. Und es ist alles okay. Wir haben jetzt nichts Musikalisches geplant. Ja. Aber man soll niemals sagen, weiß ja, wie das ist. Aber es ist nichts geplant. Ich habe sogar gedacht, vielleicht Überraschungs, weil du hast mir gesagt, ist noch ein Feature drauf. Mhm. Das war jetzt Olex, aber genau. Ich dachte, vielleicht ist es doch Farid. Dachten eine Menge. Ja. Weil er dann auch auf seinem Diss oder 100, was heißt Diss-Track, 100 Bars Ding da, hat er auch nochmal ein paar Worte zu dir gesagt und so. Und naja. Also wir haben sehr lange gesprochen mit Farid und am Ende des Tages ist alles super, ja, und so ein cool Miteinander, Mucke. Muss man gucken, wie es läuft, aber es ist alles super. Ja gut, Max Payne fragt, wenn Jacuzzi auf Seitenstich antwortet Hengst dann wieder zurück oder eskaliert das Ganze auf einer anderen Ebene? Das ist noch die Fressauer, heißt das. Das kommt wohl auf den Track an, oder? Ja, muss man gucken. Also ich habe sowieso beim ersten Song, den er rausgehört hat, habe ich auch überlegt zu antworten. Von meiner Seite aus wollte ich das nicht so unbedingt, wobei ich bin Battle-Rapper, mir macht immer sowas Spaß. Ich habe dann einfach die Fans gefragt, ey, soll ich den dissen? Meinten alle, ja, natürlich die Geier, Alter. Und ja, aber das ist das auch für eine Frage. Ja, kann auch sein, dass sie sagen alle nein. Weiß ich nicht. Aber ich würde das wieder die Fans erscheinen lassen. Alles für die Fans. Welchi schreibt auf Facebook, in seiner Zeit als BSH hat er mal gesagt, er wird kein Basso-Klang-Hengst mehr sein. Mhm.
Er will mit seiner Musik Geld verdienen und soll nicht mehr auf dem Index landen. Hm. Wie kam er denn jetzt zu dem Gedankenwechsel? Ich habe doch 2 Alben jetzt rausgebracht. Nicht auf dem Index landen, deshalb kann ich ein neues rausbringen. Aber das habe ich ja schon im anderen Interview erklärt. Das ist eine Bitte von den Fans, dass ich noch ein Hengst-Album rausbringe. Und ich bin ein Ehrenmann, wie man mich kennt hier in Berlin. Deshalb bringe ich für die Fans jetzt nochmal ein Bass-Otter-Hengst-Album raus. Kann sein, dass es danach wieder 8 Jahre dauert, dass ich dann auf einmal wieder komplett durchdrehe oder irgendwas anderes mache. Aber so bin ich halt, Dicker. Trey Mahir schreibt oder beziehungsweise sagt, in einem ganz guten Ruth-Deutsch, Hengst, ich bin Fan seit Tag 1. Ich habe, wenn mich nicht alles täuscht, alle deine Alben original im CD-Regal. Ich habe nur einmal mit einer indirekten Beleidigung auf deiner Seite mal kommentiert und bin bis heute blockiert. Mach nicht diese Filme auf mich, Bratte. Echt? Wo ist dein Humor hin? Ich hab dir doch vergeben alles, bla, aber machst du diese miese Blockierung weg? Ich wäre sehr dankbar. Trämer hier. Ja, mache ich dann auf jeden Fall. Aber eins miese Das ist eigentlich nicht so meine Art. Ich wollte gerade sagen, bei dir ist ja auch hartes Zeug, bleibt da stehen. Eigentlich schon immer. Weiß ich nicht. Ich blockiere immer Leute, wenn die schreiben, Bruce, Schwanz ist nur 3 Meter, weil das, was ist das? Ist nicht mehr, wir haben ja kürzen lassen. Okay. Chan Goku. Ob er irgendwelche Geschlechtskrankheiten hatte und wie er sich sein Lifestyle auf die Erziehung seiner Tochter auswirkt oder ob er mehr durchs Pearl oder durch Rap verdient. Er meint wahrscheinlich, weil du so viele nochmal Frauen kennengelernt hast in deinem Leben. Was ist jetzt die Frage? Was, ob ich mit Geld mehr wie mit Pearl? Also ja, ob du mehr mit Rap oder Pearl verdienst oder halt wie Geschlechtskrankheiten, dein Lifestyle und so weiter. Sich also ich hatte schon immer einen sehr wilden... Also das ganze crazy Leben. Ich bin, denke ich, ein sehr guter Vater. Ja? Ja. Aber kaum bin ich alleine oder sonst, dann bin ich schon ein sehr wilder Typ. Aber davon kriegt meine Tochter wenig mit. Ja, klar. Und Geld verdiene ich generell sehr, sehr wenig. Das wollte ich nochmal hier festhalten. Ja, entweder mit Rap oder mit Partys. Ja, davon gehe ich aus. Ja, deshalb bitte kauf mein Album. Das wäre sehr nett von euch. Okay, Obereule Hausener. Hengst ist mit Abstand der asozialste Rapper, den ich kenne. Ach, so ein Schock. Und das, obwohl er schon so lange dabei ist. Einfach Killer, diese ständige Provozieren. Macht Spaß zuzuhören, gibt immer was zu lachen. Danke. Also er meint, kam auch, muss ich sagen, hat mich jetzt auch gerade ein bisschen überrascht. Er hat's verstanden. Peregrin Balduin. Grüße, meine Frage, sollte Cirque sein Album noch in der Pipeline haben? Kann man mit einem Part von Hengst rechnen? Kann er bitte mal da Druck machen? Danke. Also sein Album ist in der Pipeline. Wegen Part will ich nichts sagen. Das soll Cirque dann selber machen. Aber ich glaube, der ist schon vor lange fertig. Dann macht er wieder neue und so. Was macht er dann? Macht er unter Cirque oder unter BSH? Oder was habt ihr da gemacht? Wir hatten ja erstmal den Plan, dass wir BSH, es war ja immer oben BSH, und dann uns stand Bass-Otter Hengst. Und eigentlich sollte das Album... Das haben auch wenige gesehen. Cirque hat auch seinen Namen geändert im BSH. Cirque. Und dann sollte doch, das Album, bei Facebook, ja. Genau, dann sollte auch beim BSH und Cirque, so sollte das Album klingen. Ja. Aber wir haben gesagt, wenn wir was wieder machen, machen einen neuen Namen. Er macht das jetzt unter Anton Nachtwey. Unter seinen richtigen Namen. Anton Nachtwey. Okay, ja. Dann. Sind die Boxen für dein Riot schon ausverkauft? Sind ausverkauft. Ab und zu stornieren das welche, dann kannst du es wiederholen. Aber sind ausverkauft soweit. Ich weiß, doch, überall ausverkauft, ja. Ja, deswegen, er schreibt nämlich, bitte mach doch neue Boxen, ich habe noch keine. Will ich nicht. Also ich habe es jetzt zweimal, glaube ich, nachpressen lassen. Oder einmal, weiß ich jetzt nicht. Und aber das wäre dann albern gewesen. Also wir, ganz ehrlich, Alter, das ist jetzt noch ein Monat hin. Das ist schon seit einem Monat ausverkauft. Wir hätten noch viel mehr verkaufen können. Aber wollen wir nicht, ne? Wir wollen... Dass die Leute schnell genug sind. Und sorry, zu spät, Digga. Woher, fragt Marci Cello, hat er diese übertrieben krassen Beats und warum mussten wir so lange auf so guten Deutschrap warten? Warum du so lange warten musst, muss ich anderen fragen. Wobei ich finde, es gibt sehr, sehr guten Deutschrap. Ja, aber vielen Dank für die Props. Die Beats sind von Hitmappers, von Joko Beats.
und von Paul Blaze sind zwei Dinger. Ansonsten von hier Wiener Paul Blaze? Mhm. Ach nice, schön Grüße. Von, genau. Wusste ich gar nicht, dass er auch. Ja, der Song Ich bin faul. Ja, ist ach von so, Paul Blaze, ich bin ne? faul, ja. Nein, genau. Danke. Und, danke Gott, dass du mir das zeigtest. Hitmappers, Joko Beats, ich bin Fan von denen, die sind Fan von mir. Die wissen, wie ein Hengst-Album zu klingen hat. Nice. Deshalb passt wie die Faust aufs Auge, Alter. Nice. Wie viele Air Jordans hast du, nachdem du den Track mit Ziggy gemacht hast? Vango Maradoni. Ich hatte schon immer Jordans. Wie viele, ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall eine Menge. Aber ich bin nicht so... Wie andere, ich habe meine Jordans ging nur von 1 bis 13. Alles danach habe ich nicht. Ansonsten habe ich alle, und aber ich habe schon immer, schon in der Grundschule, habe ich Jordan getragen. Bruce Lee, ich habe eine Frage an euch beide. Wen sieht man, wann meint er wohl, sieht man einen von euch in Wien? Fragt Markus Philipp. Also, bitteschön, wann sieht man dich in Wien? Nichts geplant. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich habe 2013 Endlich Erwachsen in Wien aufgenommen. Ansonsten war ich sehr lange nicht mehr da. Wobei ich gerne wieder hingehen würde, das ist geil, Alter. Ja, ich komme wieder, wenn ihr die Politik wieder ein bisschen sauber gemacht habt. Ist mir zu, ist mir zu rechtslastig da. Es ist so verrückt. Wien ist Multikulti, bis geht nicht mehr. Verschiedene Nationen, Albaner, Jugos, viele wohnen da und trotzdem. Ist so krass rechts da am Start. Warte, also wir unsere Wahlen haben, Alter. In der Politik. Man weiß es nicht, ob es doch die ganzen Dorfler sind, die wir. Ich weiß es nicht. Aber also Grüße an meine Freunde in Wien. Meine Homies hier, Raff und so, sind ja aus Wien. Josh und so. Und auch Grüße an Nasana Wien, Paul Blaze aus Wien. Also ich habe gute, gute schon Beziehungen Homies da. Ja, ja, es ist cool. Ich bin auch regelmäßig. Also regelmäßig, aber jetzt nicht so oft. Aber macht mal, wählt mal ein bisschen wieder diese. Diese komisch, ne? Dabei sind die alle so cool da, Alter. Die guten Seite, die gute Seite der Macht wählen. Amadeus, Amadeus. Der erste Rapper kommt aus Wien. So. Alessandro Gravano fragt, warum haust du nicht gleich was Richtiges gegen Chucky raus? Peter ist doch kein Gegner. Gleich so richten, dass er nie wieder rappen kann. Würde ich nicht machen, weil der hat mir jetzt nicht so krass irgendwie... Der geht mir nicht so krass auf den Senkel, dass ich ihn total auseinandernehmen würde. Hätte ich machen können, aber nee. Wenn er jetzt wirklich wieder noch was raushaut, da wo ich sage, okay, alles klar, Alter, dann, und da könnt ihr Internettypen, Fans von ihm quatschen, wie ihr wollt, ja. Ey, seine Lyrik und so, Mann, ihr habt alle keine Ahnung, weil ich nehme den auseinander bis zum geht nicht mehr, Digga. Ich sag, hau da Dinger raus, und wenn sie sagen, oh nee, Alter. Das ist nicht sein Ernst, ja. Kann er machen, was er will. Ja, deshalb so ist okay, Alter, für mich ist alles sportlich. Soll es auch dabei bleiben, Alter. Das ist Battle Rap, ja, ich bin Battle Rapper. Ist doch alles andere, ist doch Kacke, Alter. Ja, also ich finde auch, das sollte so bleiben, wie es jetzt ist. Wobei ich damit auch kein Problem hätte, wenn es auch härter geht. Ja. Also. Aber so ist erstmal okay. Deshalb nehme ich ihn auch nicht auseinander. Der hat mir auch nicht so, ja, so krass ist der Beef jetzt auch nicht. So. Kommt mal wieder, fragt Stief Orwalder, was mit Siggi? Und hättest du mal Bock, in Südtirol aufzutreten? Schöne Grüße aus Südtirol. Südtirol, das sind unsere Freunde, die sich, das ist italienisches Land. Da bist du ja auch, ist ja so ein bisschen... Ja, aber da war ich noch nie. Witzigerweise, das sind doch immer die, die sich noch deutscher fühlen als die Deutschen. So. Ja. Also nicht alle, Grüße an alle. Ja. Auf jeden Fall, Südtirol ist mir ein Land, du. Sieht schön aus auf Bildern, aber ich glaube, ich kann da nicht so hin einfach Urlaub machen. Aber du bist Italiener und Deutscher. Ja. Wer kann mehr national Stolz haben als du, wenn du in Südtirol bist? Du bist Italiener und Deutscher, was dann wollen die? Und dann hören sie aber erst, ah, er ist aber noch ein bisschen Türke. Aber der hat schwarze Haare. Nix diese Pass. Also wann bist du mal im Südtirol? Aber sag mal jetzt ehrlich, mal Spaß beiseite, kann man da mal, gibt es in Südtirol Auftritte von Rappern? Bist du da schon mal aufgetreten oder gibt es da jemanden? Habe ich jetzt noch nicht so, habe ich nicht im Kopf. Bis auf Freiwild weiß ich keinen Rapper, der aufgetreten ist. Freiwild sind ja auch Battle-Rapper. Ja, so produzieren und so, nice. 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 Punchline des Jahres gewinnen die. Ob du wieder jemals Musik machen wirst, wie auf Schmetterlingseffekt mit solchen krassen Beats, so ein krasser Vibe, Daniel Wilkinson. Wilkinson. Weiß ich damit nicht. Rasierst du gut. Weiß ich nicht. Kommt immer auf meine Stimmung drauf an.
Kann ich nicht sagen, aber jetzt habe ich gerade einen guten Plan, den ich verfolgen werde und mal gucken. Tim Kümmerling fragt mir eine schöne Frage in Bezug auf Donald Trump. Du hast jetzt einen Track gemacht, Donald Trump. Er fragt, was würdest du schlimmer finden? Dass AfD irgendwie 2017 Deutschlands größte Partei wird? Oder dass Donald Trump der neue Präsident ist? Was findest du schlimmer? Und Ich finde es schlimm, dass man als Rapper sich darüber, dass man ein Statement setzen muss. Ich glaube, das muss man nicht so machen. Ja, aber wenn nicht du, wer dann? Will ich auch nicht. Ich finde, das ist wieder mir zu politisch. Mhm. Ja. Und ich denke, das ist nicht meine Aufgabe. Und ich glaube auch nicht, dass ich ein Typ bin, mit dem du darüber gut diskutieren kannst. Deshalb so politische Sachen so aus, es ist halt witzig. Und ich nehme halt die Punchlines, die Trump gesagt hat, und mache daraus Battle Rap. Das ist halt mehr mein Ding. So. Ja, deshalb so hängt Politik so. Lass mal. Ericsson Marv schreibt, er soll ins Café kommen, wir müssen reden. Okay, komm gleich, warte. Hast du dir angeguckt von Majo, dieses Majo-Phone? Ein paar Sachen habe ich gesehen, die neuen Sachen nicht, aber was habe ich gesehen? Aber das ist auch voll das Hengst-Ding eigentlich, hättest du das auch machen können, so mäßig. Das ist aber ja von Stefan Raab eigentlich, ne? Mäßig, genau. Ja, genau. Gibt es ja auch. Nee, ich dachte nur, machst du denn noch sowas irgendwie zu Promo, so Vlogs, irgendwelche Videos, Effekte, Promo oder nur Mucke? Ja, vor Musik halt vor die Tür fest. Ja, ist ja gut. Das ist ja kein Promo, das ist ja Real Life. Ja, eigentlich so, nee, also wenn mir was Witziges einfallen würde, was ich cool finde, was zu mir passt, würde ich es machen. Ansonsten ist, nee, eigentlich nicht. Mal gucken. Mhm, okay. Ja, erstmal wieder ein bisschen Mucke machen und dann gucken wir weiter, wie wir Leute verarschen können. Theodor Bundy, was uns wieder zu Teddy bringt, Teddy Bear, Teddy Bundy, frag ihn mal, ob er auf Tour geht und wenn ja, ob er auch alte Songs mitnimmt. Ne, die alten Songs sind sehr schwer, deswegen nimmt man die immer nicht mit. Die werden per... Es ist auch schwer, weil ich sie nicht performen darf. Tatsächlich. Weil sie immer noch indiziert sind. Darf man die dann nicht performen? Auch nicht, nee, wenn man sagt, ab 18. Ah, okay. Frauenarztmäßig, wie er meinte, ab 18 Tour, aber... Ach. Einfach instrumental spielen lassen und die Fans machen das schon. Ob ich auf Tour gehe, ist nicht geplant, werden wir sehen, aber dann kriegst du es auf jeden Fall mit. Ja, dann fragt Andy Muth, fragt, ob du mit Algier dir vorstellen kannst, ein Collabo-Album zu machen sogar. Mhm. Oder halt ein Video oder so. Kann ich mir vorstellen, alleine nur mit dem irgendwo zu chillen? Also ihr seid auch von Frechness-Level her, seid ihr euch sehr ähnlich. Ja, man ist der coolste Typ der Welt. Also ich verstehe mich mit dem super. Wenn, dann könnte ich mir auf jeden Fall mit dem was vorstellen. So, scheiße, was am Ende rauskommt, Hauptsache mit dem einfach mal chillen, Alter. Ja, ihr seid doch oft, seid ihr nicht öfter bei euch im Club? Postet das immer? Ja, ja, so das ist einfach so hier. Ja. Ziehen wir unser Ding durch. Und, Normal, Brudis. Nice, dann sag mal, hier schreibt Erwin Darkstar, schreibt, sprich ihn mal auf die Sache mit Jennifer Rostock an, Stichwort Wallach. Jetzt muss ich dazu sagen, wir haben vorhin schon ausführlich darüber gesprochen, also schaut euch die Was-Los-Folge an, dann wisst ihr es. Aber jetzt wissen wir laut Erwin hier, was sie gesagt hat. Sie sagt wohl Bas Sultan Wallach. Was ist denn Wallach? Wallach ist, glaube ich, irgendein Pferd ohne Eier, weiß ich nicht. Kann das, ach so, okay, dann würde das passen, wegen Hengst, Mengst. Aber sie sagt, dein Diss-Track hat keine Eier oder sowas. Bas Sultan Wallach. Nice! Gutes Wortspiel. Naja, ja, also für sie. Also, die hat sich, Digga, die hat sich... Wir haben auseinandergenommen. Vorbei, Bruder. Scheiße. Was machst du jetzt? Was soll man dazu sagen? Du musst einen Kollegen anrufen, der muss ein paar Punches für uns schreiben. Geht's dann nicht klar. Scheiße. Naja, alles gut. Deutsche Rap gefickt. Ich hoffe ja, dass... Ich finde, die deutsche Rap-Szene sollte auch mal ein bisschen Shitstorm auf ihrer Seite machen. Immerhin beleidigt sie uns alle. Also geht mal darauf. Ja. Geht darauf. Sie sagt, wir haben alle keine Eier. Deutsche Rap und deren Fans, die Mütter von den Fans, hat sie beleidigt, Digga. Wallahi. Danny Desmond fragt... Sehr wichtig, wie ich finde, das könnte man tatsächlich jeden fragen. Mhm. Mag er es, wenn sein linker Hoden vor lauter Schweiß am Schenkel festklebt? Es ist sehr interessant, dass du das fragst, ja. Danny. Ey, das ist immer dasselbe, ich will ja nichts sagen, ja. Nee, aber ich habe das mal damals gemacht, als ich so, ich bin ja auch, ich kriege ja öfteren Shitstorms. Und da habe ich einmal wirklich tagelang immer, die mich beleidigt haben, die mir auf die Fresse hauen wollten oder sonst irgendwas, habe ich immer gepostet, deren Bilder. Ja, ja, ich erinnere mich. Aber ich finde den ja sogar noch witzig. Also, ja. Ich finde ihn jetzt nicht böse. Nein, Quatsch, alle cool. Featuring mit Zart, Echo, Bushido, Flair. Wie sieht es da eigentlich aus mit euch? Bitte antworte, sagt Dennis Grotke hier auf Facebook.
Also ich mache generell immer sehr wenig Features, also über die Jahre wurde es immer weniger. Es steht was, zwei Sachen stehen gerade an. Ein paar Namen davon sind auch gefallen, will ich aber jetzt erst noch nicht sagen, weil ich weiß nicht. Aber nicht von meiner Seite aus, von deren Seite aus, deshalb will ich nicht sagen. Vielleicht wollen die das noch nicht Bescheid geben oder in der Zeit passiert irgendwas anderes, keine Ahnung. Deshalb, aber es steht seit Jahren. Das letzte Mal, wo ich eigentlich war bei 257er auf dem Album, habe ich aber dann leider nicht geschafft. Das war das letzte Ding. Aber ansonsten, Alter, wann habe ich ein Feature gemacht? Weiß ich nicht. Mit LG das Ding. Ansonsten nur bei Sido. Aber jetzt kommen wieder ein paar Dinger raus. Aber wer es ist, will ich noch nicht sagen. Eins der besten Features von dir, die Fans der alten Stunde noch kennen müssten, ist ja, das kommt so unerwartet fresh. Das ist dein Feature auf dem Album von Kollega mit Kollega zusammen. Aber das kommt so, ich habe das Gefühl gehabt, dass das so schnell runtergeschrieben, so auf gechillt. Du hast dir nicht so viel Kopf gemacht. Nee, und dann kommt das so fresh. Ja, weiß ich. Das kam so. Ja, ich weiß nur noch, dass ich den ganz, ganz, ganz schnell geschrieben habe. Ja, und dann hast du so, so kamst du. Ich weiß nur, ich habe den ganz schnell geschrieben und ich habe danach noch einen Song aufgenommen, deshalb habe ich ihn schnell geschrieben. Ich sag dir, die schnellen Dinger sind die besten. Nicht so viel Kopf machen. Scheiß drauf, einfach. Nicht so, aber den hatte ich schon mal oder den habe ich schon mal. Fuck it, wenn er float, ist float, Mann, Alter. Guck, Ruse gibt Weisheiten. Ich verstehe auch wenn gar float, nicht, wie man sich so Kopf machen kann. Das geht doch ganz einfach. Schreiben, fertig. Jetzt schreibt hier jemand, das ist jetzt schon zwei oder drei Mal stand das hier, ich check das nicht. Patrick Lars vom. Hat er mittlerweile einen neuen Laptop? Das war der beste Snap der Welt. Du hast einen guten Snapchat, sagt er. Was war da los? Ich war Facebook Live bei Serk und habe gerade mein Intro aufgenommen. Mhm. Und da war ich so in Rage und habe meinen Laptop kaputt gehauen. Wirklich? Mhm. Shit, warum? Also was war los? Einfach behindert so. Adrenalin voll, Alter. Und dann, Leute würden sagen, ich habe es für Klicks gemacht. Aber was war so? Ich war nicht sauer, es war einfach geil. Und dann habe ich halt, dann habe ich das Ding genommen und habe, ne, hab ich glaube, gegen gehauen. Aber gut, Klicks gemacht. Wir sollten jetzt hier eigentlich auch was kaputt hauen. Komm, wir hauen jetzt irgendwas kaputt. Irgendwas Krasses. Guck mal. Warte, komm, wir hauen jetzt. Machen wir hier nichts kaputt, Digga. Wie viel Uhr haben wir? Locker, wir haben locker 0 Uhr. Komm, wir machen gleich ein Handy kaputt. So. Denn hier, damit ihr immer die Uhrzeit gesehen habt. Freunde, das war was du dann denkst, scheiß drauf, was du dann denkst. Ja, Freunde, wir sehen uns im Outro wieder. Und wie gesagt, ihr könnt eine Box gewinnen, eine Limited Box, wenn die kommt, wenn die Produktionen kommen, in die ist ausverkauft, Freunde. Das heißt, ihr kriegt hier noch bei mir im Gewinnspiel, im Outro erkläre ich euch das Ganze. Schaut auf die Was-Los-Folge, dann habt ihr nochmal mehr geklärt. Alle eure Fragen, hoffe ich, sind beantwortet worden. Ansonsten schreibt uns Kommentare mit anderen Fragen. Wir sehen uns auf jeden Fall demnächst wieder und dann werden wir das ein oder andere Video nochmal für euch drehen. Vielleicht. Zeittag, beste Battle-Rap-Album der letzten 4 Jahre. Ist so. Wer was anderes sagt, kann mich gerne battlen. Fordere euch jetzt alle heraus. Mir macht Spaß. Danke. Yes, Freunde. Yes, yo, Freunde. Hiphop.de. Ja, die Preise, das sind die Awards, ja. Die bringe ich den Künstlern demnächst. Und viele von euch fragen mich immer, wie kann man so Sticker kriegen? In den nächsten 1-2 Folgen erkläre ich das immer jedes Mal, damit ihr mich nicht jedes Mal fragen müsst. Ich freue mich aber, dass ihr fragt, klar. Hiphop.de Stickers sind umsonst. Schick uns einfach frankierten, Schick uns einen Postumschlag, wo ein Stempel drauf ist, wo eine Briefmarke drauf ist. Genau, schick uns einen rückfrankierten Rückumschlag. Also ich werde das heute nicht mehr schaffen. Und dann tun wir das da rein und schicken es zurück. Halt, ne, dass du das Ding schon sozusagen uns mit einer Briefmarke schickst. Genau, dann schicken wir euch einfach Sticker zu, gerne auf jeden Fall. Und immer wenn wir uns sehen, ich habe immer welche dabei, wie der Onkel, immer Bonbons dabei. Genau. Ja, Zahltag 2, Riot, Freunde. Ihr habt ja jetzt auch schon ein bisschen Singles gehört. Ich bin Donald Trump. Ihr kennt Hengst. Ich brauche euch über Hengst nicht zu sagen. Aber was sagt ihr zu den Themen? Habt ihr euch das reingezogen?
Gefällt euch das als Fan? Sagt ihr, ey, endlich erwachsen, war nicht so mein Fall. Ich will den alten Hanks zurück, etc. pp. Ich habe keine Box bekommen, aber von Hanks, ihr habt es ja wahrscheinlich im Interview gesehen, er hat mir gesagt, er kann mir eine schicken von sich. Die sind ja ausverkauft. Deswegen tut mir den Gefallen, wenn ihr eine haben wollt. Also ich verlose die dann einfach, wie immer. Wir posten den Link zu diesem Video bei uns auf Facebook, ja, hiphop.de oder Roos, Facebook-Seite oder Twitter halt. Retweeten, teilen bei Facebook und nehmt automatisch teil und dann, wie immer, verlose ich einen. Ich denke, eine Woche, wie immer, gebe ich Zeit und dann nächstes Mal schicke ich demjenigen das. Und wie gesagt, Stickers, einfach uns Umschläge schicken, ja, dann schicken wir euch welche. Ich hoffe nicht, dass ihr so viele schicken, weil so viele Sticker haben wir gar nicht. Und die Awards, Freunde. Danke fürs Zuschauen, wir sehen uns dann bei Fanfragen wieder mit Hanks. Aber ich werde jetzt genauso hier sitzen bleiben, mich nicht mal umziehen, denn ich habe noch ein paar Folgen für euch. Ja? MC Bilal kommt, Ferris MC kommt. Also, MC am Start. Gangzeichen für all die noch nicht wussten, das hier ist eine Hip-Hop-Sendung. Ja? Danke fürs Zuschauen. Bis bald!